So Leute, und damit willkommen zurück zu One Piece. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin unglaublich getriggert im Moment, denn ich wollte den Part eigentlich schon vor 2 Stunden starten und ich konnte es nicht, weil uns der blöde Käfer gefehlt hat, um weiterzukommen. Und Leute, ich sage euch eins, diesen Eiskäfer zu fangen ist das Ätzendste, was ich in diesem Spiel bis jetzt mit Abstand getan habe. Ich habe gerade 2 Stunden mich immer wieder auf die Insel geschossen, das Vieh fangen wollen, es ist abgehauen, ich bin zurückgegangen, bin wieder hingegangen, bin wieder zurückgegangen und so weiter. Ich hätte bestimmt 20 von den Dingern gehabt. Aber ich habe einen. Ich habe nach 2 Stunden einen von diesen beschissenen Eiskäfern und ich habe keine Lust mehr, irgendetwas zu fangen. Ich will einfach nur noch irgendwo draufschlagen gerade. Und deswegen gehen wir auch sofort wieder dahin. Und ich hoffe, dass da auch direkt der Boss ist, weil wie gesagt, ich will gerade kämpfen. Ich kann nicht mehr irgendwas sehen mit Farmen oder sonstigen. Wir stellen nur noch schnell was her und dann ist vorbei, weil das hat mir gerade wirklich die letzten Nerven geraubt. Hier den Käfer habe ich auch gefangen auf der ersten Insel. Das ging relativ schnell. Aber dieser Eiskäfer... Jesus Christ. So, stellen wir das her. Das stelle ich nicht her, weil wir brauchen den Eiskäfer ja für die Story-Mission. So, dann können wir hier noch ein paar Dinge entwickeln. Und zwar zum einen die Batterie. Fortgeschrittene Entwicklung, schön. Bringt uns leider relativ wenig, weil wir hier das alles noch nicht herstellen können, weil uns noch was fehlt. So, dann können wir hier 5 Upgrades herstellen. Für die Angeleine. Und das soll es gewesen sein eigentlich, soweit. Ja, außer halt da den Eiskäfer, wie gesagt, aber das lassen wir. Was ist das da oben? Zeig kurz. Rumble Ball, aber dafür braucht er Level 3. Was brauchst du dafür noch gleich, Chopper? Moment. Zweimal gegen Giftpulver und einmal an die Kältecreme. Dann kriegen wir das irgendwie hin. Nee, da meine ich schon, ich brauche so eine Eiszapfenmechse. Und das kann ich auch nur einmal herstellen. Aber ich stelle es auch einmal her. Weil dann kriegen wir mal wieder Platz. Mein Lager ist nämlich relativ voll durch das ganze Sammeln von Dingen. Da geht die Fliege hier wenigstens mal weg. Oder Hornisse besser gesagt. Und dann kriegen wir wieder einen Slot. Dann muss ich halt das nochmal herstellen und die an die Kälte gehen. Aber wie gesagt, machen wir nicht jetzt. Ich habe gerade keinen Bock darauf. Wir machen uns auf zum Boss. Der da hoffentlich ist. Lösser wieder einmal epic am Failen. Also die anderen werden ja leider alle so einfach auf die Insel geschossen. Bei Robin ist... Die einzige, die so ein bisschen eine coole Animation bekommen hat mit den Flügeln, habe ich euch in einem der letzten Parts gezeigt. So. Wir können jetzt einfach mal so just for fun nochmal probieren, dieses Vieh zu fangen. Es wird nicht funktionieren. Ja, sag ich ja. Und so sah das die ganzen letzten 2 Stunden aus. So, noch irgendwann muss probieren können. Ich muss auf jeden Fall irgendwann nochmal einen fangen wegen dem blöden Dings da von Chopper. Aber die habe ich übrigens auch gefangen, diese Schmetterlinge. Aber ja, ich bin froh, wenn mir das jetzt vorerst erstmal erspart bleibt. Und wir einfach noch weiter können. Okay, ab geht's. Ja, Chopper nochmal Glück gehabt. Okay, jetzt die Frage, wo gehen wir weiter an? Scheint ist hier doch nicht der Boss, wo bin ich denn jetzt? Ich bin mir... Oh Gott, das bin jetzt bin ich hier runtergefallen, wirklich. Ganz darunter, wo wir schon waren. Ja, natürlich geil. Ja, hier soll es theoretisch wieder hochgehen.
jetzt natürlich ziemlich dämlich, dass ich da runtergefallen bin. Aber dann ist da anscheinend doch nicht der Boss. Dann müssen wir diesen komischen Pinguin da drüben, den habe ich auch gefangen. Auch nochmal versuchen, einen von denen zu fangen. Der gibt mir nämlich goldene Eier. Ja, sehr schön. Hoffentlich lässt er diesem auch eins fallen. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder hochlaufen. Ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt, aber... So, jetzt gehen wir halt einfach wieder hoch. Wow, es leckt gerade ein wenig. Die Eissplitter, die stapeln sich mittlerweile auch, aber einen Slot habe ich noch. Die eigentlich, können wir die verfüttern oder kann ich die wegwerfen? Nein, wir können sie verfüttern. Ja, den Pinguin lassen wir mal noch. Okay, jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich da nicht nochmal runterfallen würde. Das wäre ganz geil eigentlich. So. Okay, next try. Die Frage, wo lang? Also da drüben ist auf jeden Fall was. Dahin geht's auch weiter. Ich weiß nicht, ob da drüben irgendwas ist, aber ich glaube eigentlich nicht. Aber ich glaube, hier muss ich sogar sprinten, weil ich ansonsten da nicht hochkomme. Ja gut, dann... Machen wir das mal. Und das hat Ruhe eingefroren. So, jetzt wegen den Eisspüren schauen. Okay, zwei Satz. Das wird ja wohl reichen. Gourmetpilze mal 10. Okay, das ist cool. Aber davon habe ich letztens auch welche gefunden auf der ersten Insel. Ich weiß jetzt auch, wie ich die bekommen kann. Den ersten habe ich ja noch bekommen. Da wusste ich nicht, wie ich da rangekommen bin. Aber bei dem zweiten jetzt weiß ich es. Also beim zweiten jetzt habe ich es gesehen, der kam aus so einem Stein raus, den man halt mit der Spitzhacke zerstören konnte. Das habe ich beim ersten Mal nicht richtig gesehen. Okay, wir sind drüben, sehr schön. Ruffy kann jetzt übrigens auch eine Spezialattacke. Und hier schon wieder solche Blumen. Also können wir wieder Honig farmen, ohne Ende. Und genau so eine Fläche, nur noch viel größer, ist auf der ersten Insel oben bei dem, bei Ene. Und ihr seht, was da rauskommt. Wenn man nur diese komischen Käfer genauso einfach farmen könnte wie den Honig, dann wäre das Leben echt schön. Sind jetzt wieder voll, dann verfüttern wir den doch direkt auch wieder. Also ich habe davon auch noch Haufen Mais im Lager. Spinnen jetzt brauchen wir auch nicht, das nimmt der Platz weg. Ich würde gerne den Pinguin verfüttern, aber ja, eigentlich will ich den auch noch aufheben. Wir brauchen ihn zwar eigentlich für nichts gerade, aber... Lass mal noch. Und da drüben ist unser Boss. Sehr schön. Fuck you. Aber wir brauchen den... Oje. Oje. Ich sehe da gerade was. Das ist jetzt schlecht. Ja, das ist ganz schlecht. Wir brauchen dafür eine Verbesserung. Oh, von der ich keine Ahnung habe, wo wir sie herkriegen. Verdammte Axt. Mir geht mir jetzt hier ein bisschen auf den Sack, ganz ehrlich. Weg mit euch. Das ist gerade echt doof, dass wir da jetzt nicht rankommen. Ah, Gott, damit... Aber ich habe eventuell sogar eine Idee, wo das sein könnte. Weil wir brauchen dafür den verbesserten Staubsauger. Dafür brauchen wir... Ja, dafür brauchen wir ein Item. Ich habe, wie gesagt, eine Vermutung, wo wir es herkriegen. Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Goddammit. Das hätte ich eigentlich vorher machen sollen, vor dem Part, wenn ich das gewusst hätte. Gib mir mal Anleitung.
Ja, wir schießen uns erstmal zurück zur Sunny, weil hier können wir gerade nichts machen. Wir können zwar theoretisch die anderen Wege noch auskundschaften, aber das bringt uns auch nicht viel. Ach, das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig dämlich. Weil eigentlich war der Boss für den Part geplant. Ich bin gerade so still, weil ich überlege, was wir dafür jetzt machen, weil das Ding kriegen wir jetzt nicht. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht 100%, wo ich das herbekomme. Ich weiß, was ich brauche und ich habe eine Vermutung, aber wenn ich da jetzt hingehe und dann ist es das nicht, dann ja, haben wir den ganzen Part mit irgendwas verschwendet. Ja, das ist jetzt doof. Lass mich erstmal das Zeug da herstellen. Jetzt haben wir ja welche von den Eiskäfern noch gefangen gehabt. Einen noch gefangen gehabt. So, Eispulver rein damit ins Lager. Okay. Leute, dann machen wir was anderes. Dann gehen wir jetzt auf eine kleine Backtracking-Tour. Zurück auf die erste Insel. Ja, dann machen wir das. Und erkunden da ein paar Orte, die wir noch nicht haben. Hätte ich sowieso gemacht. Aber dann ziehe ich das halt jetzt einfach vor, dann machen wir halt jetzt nochmal irgendwie 15 Minuten da Wege auskundschaften. Also heute läuft irgendwie nichts so wie geplant. Erst die Sache mit dem Käfer und jetzt die Sache wieder. Ich werde danach auch nachschauen, wo genau es das gibt, was wir brauchen für das Staubsauger-Upgrade. So, gib mir mal die Inselkarte. Okay, also da links ist ein Weg, dann gehen wir den doch auch direkt mal. Okay. So, das geht wo lang? Da oben, okay. Wo kommen wir auch von da aus dahin? Ja, eigentlich schon. Eigentlich müssten wir von da oben aus auch dahin kommen. Gut. Nur wieder irgendein Charakter, den wir noch leveln müssen. Deshalb beispielsweise, der kann man noch seine Sprungangriffe und so weiter gebrauchen. Anders als auf der Eisinsel fühlt sich ja hier wenigstens auch die Leiste wieder auf. Ja, nicht kalt oder sonstiges. Okay, und da drüben rechts dann. Ist nichts mehr, okay. So, hier längs. Aha, hier waren diese. Ja, du solltest nicht die Felsen mit dem Dial zerstören, sondern mit der Spitzhacke. Antike Steine, davon brauchen wir auch noch welche für irgendwas. Und ich brauche wieder den blöden Maulwurf, den wir aber auch noch nicht haben. Wo ich den hernehme, weiß ich auch nicht. Also naheliegend wäre die zweite Insel, aber ja, wäre halt auch nur naheliegend. So, da oben den Käfer haben wir, den brauchen wir nicht. Hier ist sonst irgendwas. Ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass hier oben noch irgendwas war. Die Dinge haben wir, wie gesagt. Und da wollte ich eigentlich hin. Ich dachte, unten wäre ein Boden. Aber da ist keiner, verdammt. Ja, ist halt natürlich jetzt ein relativ unspektakulärer Part, aber war halt auch alles so jetzt nicht geplant. Da drüben ist noch was zum Zerstören, das werden wir gleich mal machen. Dann gehen wir halt mal da hoch.
Ich habe da auch offscreen schon den Pilz entdeckt, der uns wieder auf eine höhere Ebene schleudern kann. Mal versuchen, ob wir den noch mitkriegen. Hier ist wie gesagt auch irgendwas. Aha, hier gibt es hier diese Kombi-Pilze. Mal ein bisschen SP und TP. War da hinten noch irgendwas? Ich glaube, nein. Ich glaube, den unteren Bereich haben wir komplett erhalten, außer bis auf dieses Dings da, wo wir jetzt halt den Tunnel da bauen müssen. Ja, aber wait, wie kommen wir denn da hoch? Achso. Aber die tauschen die Gegner nicht durch Stärke raus. Das wundert mich ein wenig. Also in vielen Spielen ist es so, dass auf den einzelnen Inseln später dann stärkere Gegner kommen, wenn man halt im Spielfortschritt einfach voransteigt. Hier anscheinend nicht. Jetzt sind die Gegner auf den ersten Inseln tatsächlich so einfach, wie die Gegner auf den ersten Inseln halt normalerweise auch sind. Ja, gut, kann man jetzt natürlich gut finden, kann man schlecht finden. Ich in meinem Falle finde es jetzt in Ordnung. Okay, und hier rechts ist ein Weg. Der erste Weg, den wir noch gar nicht gegangen sind. Und hier brauchen wir auch keinen Stein oder sowas, den wir wegräumen müssen. Wir haben ja kein Frankie, der uns den Stein irgendwie wegräumt. Ah, und ich erinnere mich gerade sogar an den Ort. Das brauchen wir nicht. Das nimmt nur Platz weg. Ja, ich erinnere mich sogar an, da drüben ist ein Angelplatz, aber da kommt man nur sehr schwer hin, wenn man dafür Brook braucht. Und hier sind diese Viecher wieder. Und hier ist sich eine Falle aufstellen, dann machen wir das doch direkt. So, gib mir mal Nami. Ich glaube, von euch brauche ich noch Kartenfragmente. Für Schatzkarten, was ist das da drüben? BTF ist das denn da drüben? Ja. Mein, schauen wir gleich, ich will erstmal hier die Typen besiegen. Wer oder was ist das da drüben? Ich habe keine Ahnung, wer oder was das da drüben sein soll. Wir ignorieren es jetzt einfach mal und gehen dann später dahin. Habe ich noch Platz? Wir haben natürlich jetzt so ein Best-Platz-Problem. Aber für ein was haben wir noch Platz. Okay, aber ansonsten ist ja nichts mehr. Was seid ihr für Typen? Irgendwelche... Haben die eine Panda-Maske auf? Okay, mal schauen, ob wir da noch hinkommen. Ich habe keine Ahnung, wer oder was die Typen da drüben sind. So, und hier war doch irgendwo... Es war ein Angelplatz, aber so eine ganz dämliche Stelle, wo man nur mit Brook hin konnte, oder? Ich erinnere mich da an irgendwas. Man kam nur mit Flug zurück. Irgendwas war doch da. Oder ich verwechsel das gerade mit irgendeiner anderen Insel. Aber das war auf jeden Fall so ein Ort im Wasser, wo man auch über so Steine springen musste. Okay, anscheinend verwechsel ich das gerade echt ohne Kartenfragment. Sehr schön. Ah, und den Ort weiß ich sogar, wo das ist. Das ist da bei dem Baum, wo uns die Marinetypen angegriffen haben. Ich erinnere mich. Aber wo führt das hier hin? Das ist anscheinend doch nicht der Ort, an den ich mich erinnert habe.
Okay, die geben Magnete, das ist auch interessant. Und ein Kartenfragment, sehr schön. Aber wir sind zu voll. Wir sind einfach zu voll. Ja, dann verfütter ich den Pinguin, sorry, aber du musst weg. Goldene Früchte. Irgendwas ist mir nicht mehr. Brauche ich hier die Eisscherben, brauchen wir nicht mehr. Die kann ich jederzeit holen. Honig brauche ich auch nicht. Kann ich jederzeit mehr als genug farmen, habe ich ja schon oft genug gesagt. Okay. Damit haben wir wieder 3 Slots. Und da ist jemand Neues. Beziehungsweise etwas Neues. Schon mit die fangen können. Aber das Fangen ist fast genauso ätzend wie das Angeln. Deswegen habe ich auch so ewig gebraucht für den scheiß Eiskäfer. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Eine Honigbiene. Ja, und nicht oh, da drüben ist der Secret Boss. Und nicht irgendwie zum Herstellen oder so. Aber hier gibt viel königliche Chile, das ist ja cool. Okay, und das ist gleich noch so ein Vieh. Ja, man könnte fast meinen, in dem Part, es läuft einfach mit dem Fangen. Erst den einen Eisdings und jetzt hier 2 von den Bienen. Aber es ist echt sau schwer eigentlich. Okay, da drüben haben wir den Secret Boss. Mit dem habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Den werden wir auch definitiv jetzt nicht machen. Die Secret Bosse plane ich ja fürs Ende. Ich glaube, wir können ihn auch noch gar nicht machen. Ja, können wir eh noch nicht rangen, ist zu niedrig. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall hier den Secret Boss, das merken wir uns mal. Das ist jetzt die Frage, wo geht's noch lang? An sich ist gar nicht mehr so viel. Wir können da oben den einen Stein noch beseitigen, das wird mir schon markiert. Oder, nee, eine Leiter bauen ist es. Das können wir machen. Und dann da bei dem einen Ort, da drüben links hinter dem, hinter der Leiter, können wir auch noch weiter. Da war, glaube ich, dieser Pilz, von dem ich vorhin erzählt habe. Und dann fehlt eigentlich noch da drüben die kleine Insel mit dem Secret Boss und da unten, wo wir den Tunnel bauen können. Okay, cool. Sehr schön. Schauen wegen Platz, alles gut. Es wird natürlich wieder ein Stück laufen. Und dann haben wir zumindest das Backtracking fürs Erste auf der Insel auch abgeschlossen, was die Orte angeht. Bis wir halt die nötigen Materialien haben, um die Wege zu vervollständigen. Idealfragmente brauchen wir auch noch. Da gibt es eigentlich noch eine Spezialattacke für Nami. Die können wir auch schon herstellen, aber dafür brauchen wir halt diese Fragmente. Also wir haben den Plan dafür halt schon. Heilkräuter, sehr wichtig. Wir müssen wieder irgendwas verfüttern. Die Frage ist was? Klingt doof, aber ich verfütter die eine Heilkapsel. Weil davon können wir auch wieder genügend herstellen. Die Bienen würde ich verfüttern, aber es sind halt 2. Andererseits brauchen wir die für irgendwas, das ist die Frage. Ich habe die in der Datenbank und er hat nicht irgendwas gesagt, dass er es für irgendwas braucht. Normal kommt dann ja immer die Nachricht, wenn er irgendwas herstellen kann oder so. Ja, aber davon können wir eigentlich mehr als genügend herstellen von den Dingern. Der Rumble Ball würde ich gerne herstellen, kann ich aber nicht, weil da brauche ich Level 3 für. Ja, und das bringt uns alles nichts hier. Okay. Dann gehen wir zurück.
Ach, es kann auch sein, dass ich hierbei Probleme hatte. Ja, es kann sein, dass ich hier Probleme hatte, damals hochzukommen. Weil ich hab's ja schon mal erzählt, der Sprint ging damals nicht, weil ich nicht wusste, dass ich dabei Z mitdrücken muss. Und ich glaube, dann gab es so eine Attacke für Brook, wo der in der Luft so ein bisschen schweben konnte. Das war so eine Art, ja, Tanzmove. Und damit konnte ich dann irgendwie da wieder hoch. Ansonsten mit den anderen Charakteren bin ich immer wieder ins Wasser gefallen, weil ich eben nicht sprinten konnte und dadurch diesen Sprintsprung nicht ansetzen konnte. Ich glaube, genau das war das Problem hierbei. Jetzt erinnere ich mich, stimmt. Apropos Brook, den können wir mal nehmen. Irgendwie ist der die wenigsten Moves hat bisher. Sag mir, was brauchst du denn alles? Neben, ich glaube, Chopper? Ich meine, sogar Robin hat mittlerweile 3-4 Angriffe. Ja, da der Sprungangriff, dafür brauchen wir den noch auf 3. Genau das ist die Technik. Und damit schwebt er nicht so ein bisschen durch die Luft und damit kam ich da wieder hoch, sonst wäre ich da Game Over gegangen an der Stelle. Aber jetzt ist schon wieder voll. Ne, eins, das haben wir noch. Also ich muss unbedingt wieder mehr verbrauchen. Aber... Das sagt sich so leicht, ne? So lange Ranke hatten wir auch schon, oder? Ne, hatten wir nicht. Fuck. Handliche Steine. Ich will die eigentlich nicht wegwerfen, aber... Komm, friss, ganz ehrlich. Man könnte fast manchmal mehr wieder am Anfang des Spiels sehen mit den ganzen Platzproblemen. Aber ich habe halt auch nur deshalb das Problem, weil halt das Lager gerade so übertrieben voll ist. Normalerweise wäre das sonst überhaupt kein Thema. Wir haben halt viele Dinge für verschiedenste Sachen. Und das wird eigentlich nicht gewollt, dass jetzt in den Kampf rauszugehen. Verschiedene Sachen für. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Für die verschiedensten Sachen, die wir herstellen könnten, wenn wir noch andere Sachen dafür hätten. Gerade bei den Tieren und so weiter, wie jetzt bei Chopper's Rumblebob beispielsweise die Goldeier und so. Das wären halt alles Dinge, wo wir schon die Hälfte haben, aber die andere Hälfte halt nicht und deswegen nehmen die uns Platz weg im Inventar. Ja, im Lager halt. Wenn wir die Gegenstücke mal finden und mal alles herstellen können, dann reduziert sich das auch wieder. Noch ein bisschen Gugu Wacker mit, das kann nicht schaden. So, da ist die Leiter und die können wir auch herstellen, dann machen wir das doch direkt. So, braucht 3 bei dem Grünen und unten 1. Okay, ja, mach einfach. Das war's schon. Macht den Part auch wieder etwas länger. Es ist halt jetzt nicht so viel passiert und es lief auch nicht alles nach Plan. Aber, ja, mein Gott, ist halt jetzt so. Ist das was Neues? Okay, sieht auf jeden Fall neu aus. Ist natürlich das Problem, dass Brook so groß ist. Also in dem Part läuft es gerade mit dem Fang. Zu viele Items. Ich wollte gerade noch ins Dingens gehen und... Aber das hat sich irgendwie von selber eingesammelt. Das ist irgendwie zu mir geflogen. Verdammt. Der hätte bestimmt irgendwas gegeben, was ich gebraucht hätte. Ah, ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig ätzend gerade. So, jetzt fehlt eigentlich nur da drüben hier eine Area. Aber wir haben Platzprobleme. Das ist total dämlich. Ich weiß auch nicht, was ich ihm verfüttern soll. Wir brauchen eigentlich alles. Die Goldeier brauche ich für den Rumble Ball, die normalen Eier brauche ich für andere Gerichte. Die beiden Dinger, ja gut, die könnte ich theoretisch verfüttern, aber. Wenn wir die irgendwann doch für irgendwas brauchen. Vor allem unsichtbarer Schwalbenschwanz. Der scheint halt wirklich extrem selten zu sein. Aber brauchen wir das jetzt wirklich? Das ist halt die Frage. Gut,
Gummifrüchte, Holz, Bambus. Es ist halt alles irgendwie wichtig. Ich gebe mir jetzt mal den einen roten Apfel. Weil davon ist es nur einer, den wir hier drin haben. Den kann ich auch wiederholen. Die goldenen gebe ich auf keinen Fall her. Die blauen, ja. Fragezeichen. Ich könnte die Schneerettiche eigentlich... Eigentlich kann ich die Schneerettiche mitnehmen. Davon kriegen wir nämlich auch so viele auf der Eisinsel. Karotten wären auch geil. Kriege ich eigentlich auch viele von. Ja, komm. Ah, wieder ein bisschen Platz, haben ein bisschen was verfüttert. Dafür ist das Zeug ja letzten Endes auch da. Gut, gehen wir noch darüber. Wie gesagt, ich mache den Part jetzt einfach mal etwas länger. Auf 3 Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Es ist nicht so viel passiert und alles, von daher kann man das schon mal machen. War halt einfach mal etwas längeren Part. So, war das der Pilz, den ich gemeint habe? Ja. Und der bringt uns nämlich jetzt hier hoch. Den habe ich, wie gesagt, schon entdeckt gehabt. So, ist jetzt hier irgendwas? Hier scheint eine Art Höhle zu sein. Mit einer unsichtbaren Wand. Was haben wir hier? Pures Eisenerz. Okay, cool. Sonst ist hier nichts. Really? Das ist alles? Ja gut, hier noch. Ich will jetzt auf der anderen Seite noch irgendwas kommt, was wir brauchen. Nö. Ja gut. Dann würde ich sagen, sind wir fertig. Ja, dann fehlt nur noch da drüben beim Bosskampf dieser eine Abschnitt und halt da unten links, wo wir den Stein herstellen müssen. Das müssten auch alle Missionen gewesen sein, oder? Nee, eine fehlt noch. Okay, das wundert mich jetzt ein wenig. Ja, es muss dann ja theoretisch, kann das nur da drüben sein, wo die... Wo der Felsen ist, weil alles andere macht keinen Sinn. Ja, dann wird es so sein. Gut, dann gehen wir jetzt zurück zum Gukubaka-Ding und schießen uns wieder auf die Sunny. Dann gibt es hier für uns gerade nichts mehr zu erledigen. Lustiger Walzer, ja, den habe ich gemeint. Auch eine geile Technik, wenn man sich das so anschaut. Okay. So. Wenn wir den Powerstaubsauger haben, können wir sogar langsam aber sicher mal zum Backtracking auf Welt 2 aufbrechen. Weil da erinnere ich mich auch an Stellen, wo wir den Staubsauger für gebraucht haben, wo diese Giftwände waren. Nur weiß ich da halt nicht, was uns noch alles entgegenkommt. Ob wir da noch irgendwo anders noch mehr Dinge brauchen oder so, ich habe keine Ahnung. So, kann ich jetzt irgendwas kochen? Nein, Medikamente, ja gut, könnte ich theoretisch, bringt mir aber nicht viel. Entwicklung, ja hier auf jeden Fall wieder. Fisch, wir brauchen auch unbedingt noch dieses Ding da. Ich stelle mal auch wieder 2 her. So, rein damit. Da kommt schon noch 1 her. So, Lager. Wir haben eindeutig zu viel Zeug. Das weg. 5 Steine will ich eigentlich aufheben, die Batterien auch. Die eine Kokosnuss kann weg, die kann ich jederzeit wiederholen. Die goldene Kugel gebe ich ihm jetzt auch. Dann geht er da unten bloß 2. Schiffsbiber gebe ich mal noch auf. Schießpulver hebe ich auch auf. Die Bambussprossen heben wir auf. Lagern. Die Bambussprossen weg.
jeden Fall ihr hier weg. Euch brauche ich nicht dabei zu haben die ganze Zeit. Die Aalfragmente lagern, die brauche ich auch nicht dabei haben. Magnete brauche ich auch nicht dabei. Das goldene Ei kann ich auch unterwegs nicht gebrauchen. Das normale Ei, ja gut, können wir eigentlich mal drin lassen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so. Antikältecreme nehme ich jetzt mal mit. Ansonsten noch die Angel. Wie schaut es hier drin jetzt aus? Okay, wir haben noch eins. Also wenn ich wirklich mal wieder angeln gehe oder so, dann könnte es hier drin ziemlich eng werden. Muss ich mal schauen, ob ich irgendwie das Gift wegwerfe oder so. Können wir eigentlich sogar machen. So viel Gift brauchen wir eigentlich nicht. Und wenn wir einen Staubsauger haben und die Giftbände wegmachen, dann kriegen wir sogar noch mehr davon. Ich habe sogar 2 Goldeier, cool. Ja. Okay. Gut, dann möchte ich sagen, was das für diesen Part war. Jetzt, wie gesagt, nicht so spannend, sorry dafür, aber war halt alles so nicht geplant. Eigentlich wollte ich da oben zum Boss in der Eisinsel, aber ich wusste ja nicht, dass das mit dem Staubsauger noch kommt. So gut kenne ich das Spiel ja auch nicht mehr. Ist dumm gelaufen, aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben die erste Insel erkundet, soweit wie es jetzt derzeit halt möglich war. Und ja, ich werde mich jetzt erkundigen, wo wir das Upgrade herkriegen, beziehungsweise das Ding, was wir für die Upgrades brauchen vom Staubsauger. Und ja, dann stellen wir den Staubsauger her und machen uns im nächsten Part auf zum Boss. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.